Hello everyone, it's me, Feli from Happy Hippocampus. Welcome! Hallo, ihr habt es wohl gemerkt, ich bin nicht mehr in Deutschland und auch nicht mehr in Paris, wie beim letzten Video noch. Wir hatten jetzt unseren Transatlantikflug und haben jetzt hier einen Aufenthalt in New York und da haben wir gedacht, wir müssen mal zum Times Square und hier natürlich auch ein kleines Video machen für euch und euch eine kleine Merkhilfe mit an die Hand geben. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, wenn ich ein bisschen zerstrubbelt aussehe oder ein bisschen müde. Wir haben nämlich nach deutscher Zeit 6:30 und nach New Yorker Zeit 10:30 gerade, also nachts. Und ja, dementsprechend müde bin ich, aber ja, jetzt gebe ich euch trotzdem eine kleine Eselsbrücke noch an die Hand. Und zwar ist ja New York die Stadt, die niemals schläft, wie man hier sieht. Und ja, zum Schlafen braucht man ja das Hormon Melatonin. Und wie das entsteht, das merken wir uns jetzt kurz zusammen. Also zuerst haben wir die Aminosäure Tryptophan, dann den Botenstoff Serotonin und dann kommt es zum Melatonin. Okay, wandeln wir jetzt also das Ganze wieder in Bilder um. Tryptophan, das hört sich ja so ähnlich an wie Treppe. Dann merken wir uns hier einfach diese Treppe zur Tribüne. Das steht jetzt fürs Tryptophan. Und dann Serotonin, das hört sich ja so ähnlich an wie sehr rot. Und die Säule rechts daneben, die ist ja sehr rot, also die sticht ja so richtig ins Auge, die ist sehr rot. Und das Melatonin, das hört sich ja an wie Mehl, so ähnlich. Ja? Und wenn wir jetzt hier rüber schwenken, sehen wir den McDonald's, der auch noch mit M wie das Melatonin anfängt. Und das Mehl, das darin verarbeitet wird in den ganzen Burgern, das steht jetzt mal für das Melatonin. Und jetzt haben wir wieder mit Hilfe der Loki-Methode diesmal uns gemerkt, ja, wie aus Tryptophan Melatonin wird. Also, zuerst haben wir die Treppe für das Tryptophan, dann die sehr rote Säule für das Serotonin, genau, und das Mehl im McDonald's für das Melatonin. Okay, ich hoffe, ihr könnt euch das jetzt für immer merken, wie das Melatonin entsteht. Und ja, wünsche euch noch eine gute Zeit. Macht's gut, bis bald. Bye, bye. Hand auf.